Tag, meine Damen und Herren. Ich bin ein bisschen heiser. Ja, erst einmal schönen Dank dafür, dass Sie ins Kino gekommen sind zu unserer Abendvorstellung hier. Deshalb sage ich jetzt nicht guten Tag, sondern schon direkt guten Abend. Den Film, den ich hier ausgewählt habe für Ihnen, Sie oder für euch, ich darf du sagen, ist ein Meilenstein in der Filmgeschichte, nicht so beachtet wie zum Beispiel Vom Winde verweht oder Aber die Vögel oder 12 Uhr mittags. Aber ich finde, dieser Film hat viel schon, sagen wir mal, Beethoven umgefallen. Naja, das kann schon mal passieren. Ich hatte den extra dahingestellt, damit das irgendwie gut aussieht. Hier, das ist er. Das ist der Ludwig van Beethoven. Ich habe diese Büste, habe ich von seinen Erben, habe ich die bekommen. Jetzt ist das natürlich kaputt. Egal. Von Jürgen Beethoven und seiner Frau Annette. Sie stellen mal wieder hier hin, ne? So, jetzt ist gut, ne? Hier hast du eine Rappel, da kannst du vielleicht ein bisschen Musik machen noch. Da ist ja schon lange tot, ne? Der Ludwig van Beethoven. Kommt übrigens aus Bonn. Wie Peter Sellers auch, der Hauptdarsteller dieses Films, aus einer Stadt kommt, kam auch Beethoven aus Bonn. Aber Peter Sellers ist, glaube ich, in England geboren. Ich weiß jetzt nicht genau wo. Ich habe jetzt seine Biografie nicht gelesen. Aber das kann man ja nachschauen. Auf jeden Fall ist der in diesem Film umwerfend. Denn er spielt einen Menschen, der vollkommen da vom Fernsehen, also seine ganze Erziehung, weiß auch nicht, da alles, was sich praktisch in seiner Welt, in seinem Gehirn praktisch als Welt formiert, das ist aus dem Fernsehen rausgesogen. Und so kommt es, dass er eine unglaubliche Karriere macht in dem Film. Der Film ist teilweise ein wenig dramatisch, kann man sagen. Es ist jetzt nicht unbedingt ein lustiger Film, so Slapstick oder Dick und Doof, oder wie man vielleicht denken könnte, Peter Sellers, der rosarote Panther. Nein, Peter Sellers ist ein hervorragender Charakterdarsteller gewesen, so wie sich auch Heinz Rühmann immer als Charakterdarsteller gesehen hat. Das hat er ja selbst von sich behauptet, nicht? Aber ich finde Peter Sellers viel besser. Also sagenhaft, also wie der da auch versucht. Und auch heute, wenn ich mir aus dieser, die lange Zeit, die ich nach diesem Film verbracht habe, in meinem Leben, da habe ich schon öfter mal gedacht, Mensch, jetzt möchte ich hier eine Szene einfach ändern mit der Fernbedienung. Und das ist in dem Film so. Viel Spaß. Der Film heißt übrigens Welcome Mr. Chance. Willkommen Mr. Chancey. Oder Being There heißt er auf Englisch. Und nun, boah, ich brauche ja eine Brille, aber die Brille ist ja nicht die richtige hier, die ich habe.